Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Runde Star Academy mit Lisa an der Musikschule. Und wir haben das letzte Mal die mega geile Performance, die Gesangssache dargestellt. Und jetzt müssen wir Moment, was ist unsere aktuelle Aufgabe? Wir müssen Miss Rita finden. Okay, wir müssen also die Tanzshow, die Tanzfrau Miss Rita finden. Okay, Miss Rita, Miss Rita, Miss Rita. Mal schauen, war die hier unten? Nö. Oh nein. Wo ist denn hier die Tanzlehrerin? Oh Gott, was ist sie hier? Oh, Hilfe. Das ist manchmal echt ein bisschen blöd, sich zurechtzufinden. Hallo, Miss Rita. Ja. Was haben wir hier? Du denkst also, dass du in der Lage bist, mit diesen Klamotten zu tanzen? Mädchen, ich muss dir was sagen. Wenn du das schaffst, bin ich echt begeistert. Und ich bin wirklich nicht einfach zu begeistern. Ein Elefant im Hof würde mich maximal dazu bezwingen, so ein bisschen zum Zwinkern. Oh mein Gott. Also die scheint echt nicht so leicht zu begeistern zu sein. Okay. Ich mach schon. Okay. Gut, dann zeige ich dir mal, wie gut ich tanzen kann. Oh, was? Oh mein Gott! Ja, verdammt, ich wollte mit WASD das Ganze machen. Aber. Darf ich nochmal, Miss Rita? Oh mein Gott, die fand das mega gut. Yay, sagt, wir sollen uns das nicht zum Kopf steigen lassen. Okay, wir sollen ihr das also glauben. Wir sollen mehr üben, alles klar, okay. Okay, so, super. Also, sie sagt, wir sollen uns jetzt nicht so Kopf steigen lassen. Wir waren sehr gut. Und jetzt? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Oh, ja Gott, ich dachte, der Hund sagt uns das gerade. Oh mein Gott, wir kommen die Willkommensshow. Also, wir sollen ins Auditorium gehen für die Einführungsveranstaltung. Na klar, jetzt wo wir Profitänzer sind. Das scheint hier zu sein, oder? Ja. Ja, perfekt. Nice. Oh, sie sind alle schon da. Wir sind die Letzten. Sie ist Brittany. Haben wir uns nicht im Korridor getroffen? Okay, wir sollen uns hinsetzen. So, er sagt also willkommen. Nicht mehr alle werden hier sein, wenn die Zeit vorbei ist. Oh, oh, oh. Denn das hier ist nämlich die Tanzschule. Es sind nur sehr wenige hergeordert und noch viel weniger sind die Auserwählten. Denn nur die Besten werden ausgesucht. Oh je, Mine. Aussuchen werden Miss Rita, Miss Graham und Mr. Grimp. Werden sie dann ausbilden, die Leute hier?
Und wir können es uns schon als Ehre sehen, überhaupt erstmal hierher zu kommen. Oh, es geht in die erste Eliminierungsrunde. Und er wird uns dann aufrufen, wenn es Zeit daran ist, dass wir dran sind. Oh mein Gott, das war jetzt noch gar nichts. Also jetzt geht's dann erst richtig los erst. Oh mein Gott, es sind so viele, mit denen wir reden müssen. Was ist sie denn? Hallo. Wow, wie bösartig sie ist. Haha, Loser. Du gehst am besten nach Hause und quälst dich bei deiner Mama aus. Warum ist sie... Wow. Sei da mal nicht so, ey. Dann holen wir ihn. Moment, er ist ein bisschen wie James. Also sie sind wirklich strikt. Das ist echt nicht so leicht zu verdauen. Ihr sollt mit Kevin reden. Er ist nämlich das musikalische Genie. Vielleicht kann er uns dabei helfen. Was ist denn mit diesem Hund? Aber wo ist denn Kevin? Und warum kann man mit ihr reden? Mela? Oh Gott, wir sollten uns wirklich vorbereiten. Wer könnte uns helfen? Vielleicht Kevin? Okay, alles klar. Die anderen warten also alle schon, dass sie ein bisschen dran sind. Und Kevin scheint uns also irgendwie helfen zu können. Hier drüben war noch jemand. Ist das Kevin? Hey. Ich habe Kevin früher vorhin gesehen. Er hat so seinen speziellen Style. Und wir werden das wissen, wenn wir ihn sehen. Moment, wer sieht denn hier ein bisschen spezieller aus? Kevin? Immer dieser Hund. Au, au, hallo. Oh, da hinten. Ist das Kevin? Ja, das ist doch ganz klar Kevin, oder? Dann holen wir ihn. Was? Wir haben keinen Song? Ja, wir machen alle Fehler. Und er meint, dass er vielleicht genau den richtigen Song für uns hat. Okay, also wir werden mit ihm zusammen jetzt wahrscheinlich einen Song aussuchen im Musikraum. Wir werden jetzt mit Kevin zusammen unseren eigenen ersten Song aufnehmen. Yay, Mann. Kevin ist der Beste. Uff, dann werden wir uns halt vorbereiten. Dann geht's beim nächsten Mal an unseren ersten eigenen Song mit Kevin zusammen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Euch einen wunderschönen Start in die Woche. Und bis zum nächsten Mal zu einer neuen Runde Star Academy. Und Lisa in der Tanzschule. Yeah, we keep on dancing to the beat.